Ja, sind wir natürlich froh, dass die Fans wieder im Stadion sind. Das ist wirklich wieder schön. Da macht Fußball wieder richtig Spaß. Die Jungs haben das hervorragend gemacht. Was hat dir besonders an dem heutigen Spiel gefallen? Erstmal, dass wir so viele Tore erzielt haben, dass hinten die Defensive wirklich stabil war, dass wir zu Null gespielt haben und dass die Spielfreude einfach an den Tag gelegt wurde. Jetzt alles kommt langsam zusammen, die neue Philosophy und so. Und ja, jetzt fängt alles an zu klicken und wir spielen jetzt richtig gutes Fußball. Der Trainer hat uns vor dem Spiel gesagt, dass das Wichtigste ist, dass wir das Spiel gewinnen und zu Null gewinnen. Und ich glaube, es hat auch gut funktioniert heute. Wenig anbringen lassen. Sehr froh, dass wir Lever in unserer Mannschaft haben und dass er wieder sehr gut drauf ist, dass er so körperlich wahnsinnig gut drauf ist. Er ist sehr ehrgeizig, immer motiviert. Er versucht immer, seinen besten Fußball zu spielen und er hilft uns mit seinen Toren und das ist natürlich sensationell. Von ihm kann man sehr viel lernen, auch für mich, weil er hat einfach das perfekte Timing auch im Spiel. Der sieht die Räume, der läuft da rein. Also kann man sehr viel auch lernen. Sehr gutes Gefühl für mich, einfach hier auch wieder Rhythmus aufzubauen und einfach die Tore schießen, macht mir einfach Spaß. Ja. Das ist ja unsere Strategie und unsere Philosophie, dass wir die Jungs aus dem Campus langsam hier eingliedern und Spielzeit geben, wenn es möglich ist. Jamal ist einer von denen, der wirklich die Qualität hat, auch in unserer Mannschaft sich zum Stammspieler zu entwickeln. Und da ist, sieht man, kann auch Publikumsliebling werden. Da sieht man ja, wie die Fans ihn feiern und das freut mich sehr. Wo ich dann rausgekommen bin, wo die geklatscht hat, hat mich so richtig gefreut dafür, dass die so mich mögen und so. Und ja, und das einfach das Spiel gewinnen für die Fans macht das Gefühl noch 10-mal besser. Wir haben ja immer betont, dass wir uns auch von Spiel zu Spiel weiterentwickeln. Dadurch, dass wir einfach die Automatismen versuchen einfach hochzuhalten, dass wir mehr lernen im Training auch und das, was wirklich wichtig ist, was der Trainer uns versucht auch nahe zu bringen und deshalb wird es ja immer besser. Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt langsam in die Spur kommen, dass wir auch die Idee vom Trainer umsetzen, dass das wirklich sehr, sehr gut attraktiv auch aussieht und so wollen wir weitermachen.